Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4 und meinem Angezockt, das sich jetzt schon eine Weile hinzieht. Springmesser nehme ich jetzt nicht mit, oder? Ich hatte ja schon die ganze Zeit den Sammelwahn gehabt und war schon überlastet, ne? Bla 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 bla. Hab ewig gebraucht mit der Enkodierung von dem Terminal. Und jetzt wollen wir dann doch endlich dem bösen Saurus geben. Das muss ich nur zurückfinden. Ich weiß nicht mehr, wohin. Au! ich weiß echt nicht mehr, wohin. Warte mal. Da hinten lang war das, ne? Komm, renn mal. Wir haben es eilig. Und... Oder muss ich dann noch irgendwo anders... Ups, Entschuldigung. Lang... Also jetzt komme ich erstmal zu den anderen. Das ist hier. Nein, das war doch auf dem Dach. Ich muss da ganz hoch. Wo geht's denn da noch ganz? Ganz hoher, höher, hoch. Höher, höher. Höher. Da außen rum. Entschuldigung, einmal bei denen vorbei. Servus, ich habe den Fusionskern. Ich spreche jetzt mal gerade nicht. Vorsicht, Kind. Mit euch. Oh, den nehme ich mir aber. Ha! Nochmal ja. Hehe. Den nehme ich natürlich. Und es ist wütend. Da ist was und es ist wütend. Okay. Das sind tolle Aussichten, meine Liebe. Ist da irgendwas Interessantes zum Mitnehmen noch? Nö. Da ist etwas und es ist wütend. Will ich wissen, was das ist? Ja. Spannung steigt, Trommelwirbel. Brrr. Ui. Ja! Die Powerrüstung schaut schon irgendwie cool aus. Oh, da ist noch mehr Zeug. Dass du was gefunden hast, das ist toll. Log as Michael Daly. Das schauen wir uns mal einen anderen mal an. Was hast du gefunden? Ja, du hast hier das da gefunden. Das weiß ich schon. So, bing. Eingesetzt. Jawoll. Und... Dann steigen wir mal da rein. Pump, pump. Sehr cool. Okay. Oh, die ist aber schon leicht beschädigt. Naja. So, dann wollen wir dieses Ding hier nehmen. Legen wir los. ich wollte gerade sagen. Du hast das doch schon erledigt. Ich muss nur gerade, wo ist er denn, die Minigun? Ach, die habe ich eh schon ausgerüstet. Hä? Okay. Dann schaue ich mal von hier. Was? Crystal? Warum kommst du nicht runter? Zeig mir die tolle Knarre aus der Nähe. An meinen Jungs kommen nur wenige vorbei. Das muss ich zugeben. Ich warte noch. Ist wo? Wo denn? Huch! Hä? Von wo? Warte, da draußen ist was. Och shit, meine Rüstung ist im Arsch. Das ist jetzt aber ungünstig gewesen. Scheint, als wäre alles. Jetzt geht's los! Was ist da draußen? Außer den Raidern. Wie viel habe ich denn da? Ja, und nö.
Soll ich runterkommen? Das ist aber ungünstig. Ich bin nicht mehr so toll geschützt. Ist? Da läuft noch wer. Kannst du sie sehen? Ja. Wieder ein Sieg für die Minutemen. Yeah! Und es sind aber viele noch. Ich glaube, ich hab hier drüben was. Was hast du? Hab sie gefunden. Hä? Nein, da sind immer noch... Was ist das da hinten? Nein, eine Todeskralle! Wie cool. Ja, für die jetzt nicht so. Das Blöde ist, ich habe schon meinen einen Arm geschrottet. Das ist jetzt irgendwie uncool. Aber die Todeskralle macht mal die Raider platt in Ruhe. Finde ich gut. Wo ist er hin? Scheiße, wo ist das Viech? Ich will noch nicht runter. Wo ist denn mein Kumpel? Der steht da hinten ums Eck, ne? Hallo, wo ist das Viech? Ich will es erstmal von hier oben beschießen, dann komme ich runter. Hallo. Ich tauche das hinter mir auf. Hm. Soll ich jetzt hier oben warten oder gleich runter? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ich finde es jetzt echt ungünstig, dass das Ding ein bisschen kaputt gegangen ist. Ich glaube, die kommt nicht mehr. Oh, das ist echt fies. Das ist tatsächlich zufallsgeneriert. So ein bisschen, glaube ich, ne? Weil ich habe jetzt echt eine bisschen andere Situation, als ich es schon bei meinem ersten Durchgang hatte. Hm. Ja, da muss ich wohl runter. Nur wenn ich direkt unten bin, dann bin ich angreifbarer erstmal für das Viech. Vor allem, weil ich schon kaputte Rüstung habe. Wenn ich jetzt runterspringe, ist das Ding wahrscheinlich genau neben mir. Ich mach mal schnell speichern. Aber sonst wird das ja heute nichts mehr hier. Wahrscheinlich taucht es genau neben mir jetzt auf. Vielleicht wütet die Todeskralle noch unter den Raidern, die sich da noch so rumtreiben. Und dann ist das nur noch alleine da, das Viech. Und dann habe ich nichts mehr zu tun, außer dieses Viech zu killen. Das ist ja auch anstrengend genug. Ich hätte nur gerne gewusst, wohin die entschwunden ist. Hier. Okay. Hinter mir oder unter mir? So ein rotes Zeichen. Ach, weißt du was, dann gehe ich halt drauf. Ich springe jetzt da runter. Oder? Es ist so still und der andere sagt auch nichts mehr. Geronimo! Wo bist du, Viech? Was war das? Na, vielen Dank auch. Sprengfalle hochgegangen, oder was? Und du irritierst mich. Und hat den Gegner entdeckt. Kann man eigentlich... Ja, mein Hund ist in Schwierigkeiten, das ist schön. Au! Ich bin auch in Schwierigkeiten.
Ja, habe ich keine Munition mehr. Das ist jetzt irgendwie ungünstig. Das finde ich jetzt nicht so witzig. Ernsthaft? Scheiße! Dann muss ich vielleicht doch mal die Splittergranate. Weil so viel Leben hat das Viecher jetzt eigentlich nicht mehr. Wie werfe ich die denn? Ja, mein Hund ist total beschädigt. Und ich weiß auch nicht, wo das Viechchen ist. Kann ich da irgendwo nachladen? Hast was gefunden? Das ist toll. Ich habe nur das Problem, dass ich Kacka-Munition für das Ding brauche. Ich weiß gar nicht, wie nennt sich die Munition für den Scheiß. 5 Millionen. Ja, wie ungünstig. Das ist dieser Vorführeffekt. Ich könnte natürlich jetzt bist du Viech in die Richtung. Da kommt sie wieder. Schlechte Idee. Ich weiß nicht mit was. Ich weiß nicht mit was. Das ist das Problem. Ich wusste nicht mit was. Ich glaube, ich muss das Ganze nochmal machen. Scheiße. Ah! Das ist blöd, wenn man keine Munition mehr hat. So. Also jetzt habe ich noch Rollmunition. Warum? Ist noch auf 7. Ja. Und? Ja. Passt doch alles. So, jetzt war ja das Problem, dass dieses dämische Viech nicht kommt. Wo stehst denn du? Was mache ich da jetzt? Weil das, ich hatte das so schön auch von hier oben. Es geht nicht anders. Ist aber eine weiche Landung. Warum? Warum renne ich schon wieder so lahm? Ich bin gerade etwas irritiert. Aber bitte, wie schmeiße ich nochmal eine Granate? Ich weiß das nicht mehr. Halt gedrückt und lass wieder los, um Granaten zu werfen. Nein, geh weg von mir.
Ups, das war einmal zu much. Boah. Nein, ich hatte das wirklich beim ersten Durchgang viel souveräner gemacht. Ja, kann jeder sagen, ich weiß. Nee, da habe ich die erstmal von oben anvisieren können, die Hälfte des Lebens von ihr wegsaugen können und habe den Rest dann am Boden erledigt. Bin halt auch so runtergesprungen wie gerade. Und das hat jetzt irgendwie null hingehauen. Schade, schade, schade. Super peinlich, ich habe meine Ausrüstung total geschrottet. Jetzt, ich habe die ganze Zeit die Feststelltaste fürs langsam gehen hatte ich irgendwie drinnen. Nee, brauche ich nicht. Huch. Okay. Ja, dann gehe ich noch zu den Leuten zurück. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert hier. Unglaublich. Unglaublich. Was andere in 5 Minuten schaffen, brauche ich eine halbe Stunde für. Ich muss auch sagen, ich habe mich auch bei meiner ersten Runde in Concord nicht so lang umgeschaut. Ich gehe jetzt auch einfach zurück zu den Leuten und erzähle denen, dass wir erstmal hier das Gröbste erledigt haben. Ich meine, einer hat es ja gesehen, der Dingens. Ich habe den Namen vergessen. Der Dingens. Ja, mit der Ruhe, Mann. Alles okay? Alles gut, ah, da seid ihr ja. Mach keinen Aufstand. Na, servus. Das war wirklich erstaunlich. Ich bin froh, dass Danke. Du auf unserer Seite bist. Ja, ja. Ich bin auf meiner Seite. Nee. Werdet ihr jetzt klarkommen? Ja, für eine Weile. Zumindest können wir jetzt einen Ort suchen, der... Also, bist, als wir uns trafen, sicherer ist. Hast du etwas über die Minutemen gefragt. Eine Sache solltest du über uns wissen. Wir helfen unseren Freunden. Hier. Für alles, was du getan hast. Oh, schön, danke. Ich nehm's, nicht wegen Geld geholfen, gerne doch. Was jetzt? Was passiert jetzt? Mama Murphy hat schon lange eine Vision von einem Ort namens Sanctuary. Irgendein altes Viertel. Aber eins, das wir wieder aufbauen können. Ja, klar. Komm doch mit. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Was würde ich denn tun müssen? Du musst stark bleiben. Wie zuvor. Denn dein Schicksal umfasst noch mehr. Ich habe es gesehen. Und ich kenne deinen Schmerz. Echt jetzt? Dein Schicksal? Was meinst du damit? Du bist eine Frau ohne Zeit, ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Ich kann die Energie deines Sohnes spüren. Er lebt. Woher weißt du davon? Wo ist mein Sohn? Wo ist Sean? Ich wünschte, ich wüsste es, Kind. Wirklich. Aber ich kann ihn nicht sehen. Ich kann nur seine Lebenskraft spüren, seine Energie. Er ist da draußen. Und ich brauche nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen sollst. Ach, ja? Das große grüne Juwel des Commonwealth. Diamond City. Die größte Siedlung in der Gegend. Ach ja, so ganz einfach. Aha, wir haben einen Karteneintrag. Okay, das ist die nächste größere Aufgabe, nach Diamond City gehen. Naja. Das ist... vage. Also Kind, ich bin müde. Wenn du mir später ein paar Camps bringst, Aha. wird das dritte Auge vielleicht klarer sehen. Sag mal, ein bisschen süchtig. Mama Murphy, wir haben doch darüber gesprochen. Dieser Mist bringt dich noch um. Sei still, Preston. Irgendwann sterben wir alle. Wir brauchen das dritte Auge. Und unsere neue Freundin hier wird es auch brauchen. Also legen wir los. Sanctuary wartet. Also okay. Leute. Dank unserer neuen Bekanntschaft hier ist es sicher, rauszugehen. Wir machen uns auf zu dem Ort, von dem Mama Murphy erzählt hat. Sanctuary. Es ist nicht weit. Sie hat davon erzählt? Du meinst, sie hatte eine ihrer Visionen, als sie total zugedröhnt war. Und jetzt sollen wir uns wieder auf so ein sinnloses Unterfangen einlassen, weil Mama Murphy es gesehen hat? Schlimmer wartet, als das wartet, hier entspannt euch alle mal. Wir stecken da alle gemeinsam drin, oder? Also Marcy, hast du eine bessere Idee, was wir jetzt tun sollen? Irgendjemand? Nö. Also keiner. Gut. Sanctuary. Jo. Hoffentlich finden wir dort unsere Zuflucht. Ja, ja.
Los, June, wir müssen gehen. Okay. Warte doch mal. Nehmt mich mit. Nein, wir schauen uns hier noch um, oder? Haarklammerbox. Ja, sehr schön. Jetzt fange ich schon wieder an. Hier in dem Haus liegt sowieso noch alles rum. Dann gehen wir mal raus. Zu dem Haus kommen wir ja wieder zurück. Das ist auch markiert, glaube ich, auf der Karte, bilde ich mir ein. Achso, hallo? Mein Gott. Hallo. Warum darf ich da jetzt nicht raus jetzt? Ja, das Spiel hat so seine Tücken. Ich muss auch sagen, ich bin schon ein bisschen enttäuscht von der Grafik. Vom Spielgefühl finde ich es sehr cool. Vergiss nicht, welchen Preis wir gezahlt haben, um so weit zu kommen. Machen wir uns auf den Weg. Ich bin vorne. Bleib dicht zusammen. Wir sind direkt hinter dir, Boss. Soll ich mit euch gehen oder wie? Ich kenne eine Abkürzung. Schaut gut aus. Raider geschlachtetes. Ach ja, Kinders. Ja, Hundi, wartest auf mich, ne? Nicht auf die anderen. Ich sollte... Das ist das erste Mal, dass ich eins von diesen Dingern aus der Nähe sehe. Ja. Bin froh, dass es schon tot ist. Das war eklig. Hund, mach das nicht nochmal. Gibt es hier noch irgend... Ja. Oder über den Pip-Boy ersetzt werden? Echt? Wo? Wie? Wie, was, wo? Wo kann es ersetzt werden? Das kapiere ich gerade nicht. Oh, meine Maus will irgendwie nicht. Ach so, wenn ich jetzt noch einen Ersatz dabei hätte, oder was? Hä? Über den Pip-Boy ersetzt werden. Also wenn ich jetzt noch eins dabei hätte, dann... Okay. Ist klar. Wie viel haben wir es denn überhaupt? Es ist ja schon wieder Abend. Ja. Dann würde ich sagen, mache ich eine... Schnellreise nach Sanctuary. Um das auch mal zu zeigen und zu testen. Ja. Mal schauen, wie lange der lädt dabei. Jetzt auch nur, um noch schnell meine Sachen zu reparieren. Ich hoffe, das funktioniert, dass ich alles da habe. Und dann beende ich eh die Aufnahme. Und dann schauen wir mal, was ich noch so zeigen werde. Das war jetzt so der Auftakt von der Spielreihe. Ein bisschen verpeilt, wie immer bei mir. Müsst damit leben oder Entschuldigung, oder woanders schauen. Genau. So, jetzt habe ich das Ding. Und ja, wie mache ich das jetzt? Ich glaube, ich kann einfach aussteigen. Wir parken das mal so ganz toll da. Jetzt mal der Hund. Du hast schon wieder was gefunden. Hast du gefunden? Na, dann geh mal schön. Mach mal. Wir stellen das jetzt mal so ganz elegant davor. Wie war das nochmal, das Aussteigen? Ich weiß nicht mehr. Die halten, oder? Genau. Ich musste gerade überlegen, wie ich aus dem Ding wieder rauskomme. So. Ich bin ja so im Arsch. Was war denn nochmal? Hier esse ich ein bisschen was. So. Wie war das nochmal? Rechter Arm, also den linken Arm muss ich da erst hinüber. Ja, du trägst zu viel. Herstellen.
So war das. Der linke Arm fehlt mir. Modell A. Modell B. Modell B. Okay. Aber das sieht cool aus, wenn sie da so hockt und rumschraubt. Achso, unbehandelt. Okay. Ich kann da andere Lackierungen nehmen. Das sehe ich jetzt natürlich nicht. Voltec-Lackierung. Nehmen wir Militärlackierung. Dann die Beine waren auch Schrott. Ich mach mal alles reparieren, oder? Kann man nicht alles reparieren? Machen? Weiß nicht. Ich weiß es gerade nicht. Modifizieren. Ich mache jetzt mal einfach. Ich will alles reparieren. Kann ich nicht einfach alles reparieren? Achso, da steht immer dran, was ich reparieren kann. Reib mich oder ich fress dich. Dann muss ich das natürlich noch ausrüsten. Ach so, das ist das Letzte, was sie jetzt noch gemacht hat, oder? Okay. Meine Güte. Okay, Militär, da, linker Arm. Rechter Arm, linkes Bein. Jetzt ist alles repariert, oder? Nein, der ist immer noch nicht repariert. Hetzer. Boah, also heute? Mein Gott, nicht nur heute. Ich weiß, ich bin häufiger Damage. Aber jetzt habe ich sie alle repariert, die Teile, oder? Schaut jetzt ein bisschen ungleichmäßig aus, weil das Ding ja, ein bisschen anderen Style unterschiedlichen hat. Macht nichts, oder? Hauptsache, es ist wieder repariert und funktioniert. Was liegt denn da am Boden? Eine Impro-Pistole. Gut, gut. So, dann würde ich sagen, ich beende das alles hier. Ich bedanke mich fürs Reingucken und vielleicht gibt es in einer weiteren Folge ein bisschen Gebastle hier und so weiter und so fort. Ich sage tschüss und ich bedanke mich fürs Reingucken und vielleicht gibt es demnächst dann Ödland-Stories von mir. Ciao, ciao, bis dann.